Ja, das sind der Roger, der Stan, der Michi Lammer und der Marco Chiudinelli. Zusätzlich wird am Anfang der Woche wird noch der Jan Marti als Sparring punktuell dabei sein. Aber ja, ich habe mich wirklich für einen Herdkern der Mannschaft, die schon seit ja, ein paar Jahren besteht, entschieden für diese Partie. Ja klar, also der Roger und der Stan die sind unbestritten, das ist klar. Und dann haben wir ein paar Spieler, die natürlich ja, in Frage wären gekommen. Marco Chiudinelli hat in den letzten Jahren immer gute ja, Ergebnisse erzielt im Davis Cup. Er hat vielleicht sogar noch ein bisschen besser gespielt, als er auf der Tour hat gespielt. Und, ja, ich bin auch sehr zufrieden, wie er sich jetzt hat vorbereitet für diese Partie. Er hat noch mal Konditionsaufbau gemacht, schon der zweite. Das Jahr, was mir wirklich im Herzen ist gelegen und ja, hat auch gute Resultate gehabt. Ist sicher immer noch Luft gegen oben da, aber gute Resultate gehabt. Und darum ist eigentlich, ja, ist eigentlich klar gewesen, dass er der Drittspieler wird sein. Und er ist klar, dass der Viertspieler noch etwas umstritten ist gewesen. Aber dort habe ich mich für Michi Lammer entschieden, weil er ein super Teamspieler ist. Er weiss wirklich, wie er sich dort muss verhalten muss. Wahrscheinlich vierte Mal, aber auf ihn kann man wirklich auch immer zählen, wenn es darum geht, eine Partie zu spielen. Er ist immer parat, er trainiert sehr gut, ist aber einfach ein Typ für im Team zu handeln. Und das hat den Ausschlag gegeben, dass ich ihn als vierte Mal mitgenommen habe. Und ja, dann habe ich Jan Marti als Sparringpartner am Anfang der Woche, weil ich ja, doch finde, er hat sich gut entwickelt in den letzten Wochen und Monaten. Und ja, ich würde gerne, dass ich noch etwas näher ans Team herbringen kann, für eventuell weitere Partien oder auf jeden Fall für die Zukunft nächstes Jahr. Trotzdem, dass wir gute Spieler haben oder viele Spieler auf einem ähnlichen Niveau, war es eigentlich für mich gleich relativ klar näher gewesen. Ja, wenn sie sie mitnehmen und ja, ich bin überzeugt, dass wir so wirklich die beste Mannschaft zur Verfügung haben für die Italiener zu schlagen. Ja, es ist ein Halbfinale. Ja, es wird sicher, es steht sehr viel auf dem Spiel. Es sind viele Zuschauer vor Ort, wo ich überzeugt bin, dass die uns sehr unterstützen können und uns wirklich noch den extra Kick geben, wenn sie wirklich ja, immer Lärm machen und uns immer unterstützen, wird es sicher ein riesen Pluspunkt für uns werden. Aber es wird eine schwierige Partie auf jeden Fall. Die Italiener sind auch gute Spieler. Ja, es kann immer sehr viel passieren während der Partie. Wir hoffen, dass es keine Verletzten gibt, aber auch das muss man sich immer darauf vorbereiten. Und, ja, grundsätzlich wird es sehr umstritten werden und ich hoffe einfach, dass wir einen guten Start haben im Freitag, damit wir ja, wirklich ein bisschen Rückenwind haben und die Partie können gewinnen können.